Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Conviction. Schleichen wir weiter. Und sie suchen nach André Coben, dem Mörder unserer Tochter oder der Tochter von Sam Fisher, der sich hier ganz leise und agil durch die Gegend bewegt. Ich liebe dieses Spiel und ich weiß gar nicht, ob das schon klar geworden ist in der letzten Aufnahme, aber wie mir in der letzten Aufnahme aufgefallen ist und euch sicherlich auch, beziehungsweise euch, weil ich es euch erzählt habe, dass von Spielstand zu Spielstand die Waffen, die man zur Verfügung hat und deren Aufwertungszustand, sag ich mal, erhalten bleibt, ist etwas strange und ziemlich unrealistisch und sollte eigentlich auch nicht so sein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann das euch nicht sagen. Für mich ist das auch ein unglaubliches Mysterium. EMP-Granate erhalten. EMP-Granaten haben wir und sonst nichts, was wir den Gegnern in die Hände schmeißen können. Zum Glück kann man auch von hinten drauf schießen, um es auszumachen, die Lämpchen. Wo? Ach da. Da ist die Lampe, die wir ausmachen müssen. Und endlich wieder ist es wieder schön dunkel. Noch. Ah ja. Coben will, dass wir dich erledigen, Fischer. Ja, die Tochter eine Schlampe, die war gerade mal 4 alt. Ist klar. So ein kleines Kind als Schlampe bezeichnen, du. Sehr. Ja, ich hoffe, ihr tut. Ach, da sollen hochklettern. Was? Gucken wir uns Bilder an? Was? Welche Bilder? Na, wie auch immer. Ach so, wegen Museum und so. Wie witzig. So, ich komme gleich mal her, du Komiker, und dann erzähle ich dir mal ein paar Witze. Ob du drüber lachen kannst, das war ich auch zu bezweifeln. So laden wir eben mal hier oben nach. Die runterfallenden Magazine stören natürlich keinen. Das mit dem Schatten ist einfach cool. Das war ja bei den anderen. Wow, wo klettern wir denn jetzt lang? Können wir eigentlich durch die Tür noch durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist nur noch der eine. Der eine. Kommst du mal wieder zurück? Ich wollte dich erschießen. Das hat ja mal nicht so viel gebracht. Um nicht zu sagen, dass vollkommen sinnfrei war. Wir müssen da rein, ihr Ah. wisst das. Los, es ist Jungs! Ich sehe ihn irgendwo. Scheiße. Ich hab keine Wow, Angst vor dir, Mann! Fischer. Fischer, du Komm mal Scheiße! raus. Du hast nichts gesehen. Ich beziehe hier Stellung. Scheiße, Mann. In einem leeren Museum kann man sich nicht verstecken, Fischer. Doch. Da muss er irgendwo sein. Der nächste. Hey, du. Da. Oh, Scheiße. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Ups.
Aua. Das hat wehgetan. Meh. Okay, versuchen wir es mal ein bisschen mehr sneaky. Also so wie es gedacht ist. Wir sollen uns erst hier ducken, dann den, der hier lang kommt, erledigen, dann die ausschalten, dann durch irgendeine, dann uns hier irgendwie verteilen. Das reicht, Drecksack. Sieh dich um, such dir eine Ecke aus. Um Himmels Willen. Wenn du hier kommst, dann werde ich dich erwarten. Scheiße. Was ich mit dir, was ich mit allen mache, die sich mit mir anlegen, klar. Und nur das. Deine Tochter, deine süße kleine Tochter, die war nur eine verdammte Schlampe. Ja. Du bist auch eine verdammte Schlampe. Ah, okay, ich glaube, ich kenne ja schon zumindest Grimm. Hey! Coben gibt mir einen aus. Ja, dafür bin ich auch. Langsam reicht's mir aber hier. Mit euch. So, klettern wir mal ein bisschen schneller. Das kann man nämlich auch. Okay, lassen wir es mal mit der MP-Granate dieses Mal und klettern einfach runter, gehen durch die Tür. Vielleicht kann man das auch gar nicht und man kann nur von der anderen Seite die Tür aufbrechen. Nee, man kann die auch ganz normal öffnen. Ah ja, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe keine Angst vor dir, Fischer. Komm. Oh Mann. Das ist schlecht, verdammt schlecht. Wir müssen Fischer finden. Fischer, ach du Scheiße. Das komplette Museum. Findet ihn, bevor er noch mehr Ärger macht. Was machst Skift. Du, Fischer? Guck irgendwo da muss... An. Da ist er! Schieß! Du mach das niemand, Licht an! Fischer. Mach das gottverdammte Licht an! Bin bereit, bin bereit. Ah! Coben hat dich falsch eingeschätzt, Fischer. Bist ein feiger Hund, mehr nicht. Ich komme, Arschloch. Alles klar. Du kommst ja, also. Versteck dich und bloß nicht bewegen. Wir brauchen eine neue Statue. Ich finde dich und dreh dir den Hals um. Dann können wir... Wer hier was dreht, das wollen wir doch erst noch mal sehen. Kommt eigentlich noch jemand? Kommt mir ja nicht so vor. Ist ziemlich leer, aber ist mir auch ein bisschen zu hell. Ich habe aber auch gar keinen Bock, jetzt hier jede einzelne Lampe auszumachen, denn das ist gar nicht nötig. Wenn ich alleine spiele, wenn ich das selbst spiele, dann mache ich das natürlich. Einfach, weil es cooler aussieht dann. Aber... fehlt uns noch irgendwas, was wir da upgraden können? Oder hier? Können wir da was upgraden? Mensch, haben wir auch schon alles. Fehlt uns da noch was? Oh ja, da fehlt uns alles. Laserzielgerät, wohl dafür, das brauchen wir gar nicht. Ach hier, hier geht's zu den anderen Waffen. Normale MP5. Ach, MP5N, das ist die, mit denen die ganzen Wachen rumlaufen. Das ist die, die wir haben. Das ist die Shotgun, mit der können wir auch irgendwas machen. Ach, wen interessiert's? Shotguns sind viel zu laut und ungemütlich und so. Rüsten wir erstmal die Scar hier aus. Auf erstmal. Nicht aus, sondern auf. Denn die ist ja nicht gesilenced. Einmal durchswitchen. Zurück zur...
zur, wie hieß sie noch gleich? M468. Wer soll sich sowas bitteschön merken? Okay. Licht aus. Yeah. Und anscheinend durch diese Tür. Yep. Und halbwegs an die frische Luft. Scheint so. Ach, und jetzt sollen wir hier hochklettern. Ich habe irgendwie gerade spontan alle Erinnerungen an das Spiel verloren. Ich habe keine Ahnung, wie oder warum. Kommt da noch einer? Oder bleibt's bei euch beiden? Scheiße, Scheiße! Nein! Jetzt spukt's nicht mehr. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Sind so kleine Lämpchen, aber ich glaube, die machen überhaupt kein Licht. Jedenfalls kommt es mir nicht so vor, als würde da irgendwie Licht von imitiert werden. Sarah Fisher. Ist es hier wirklich dunkel oder kommt es mir bloß so vor? Und wenn es nicht dunkel ist... Okay, das könnte eine Erklärung sein. Der Mond scheint durch das Dachfenster. Da kommt also das ganze Licht her. Von den paar kleinen Lämpchen, die sonst noch so abhängen. Ach, hier so ein Vergangenheitsfilm. Hier leist Sarah Fisher. Okay, Licht ist aus. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle... Mich kriegst du nicht! Ups, ich dachte, ich könnte schnell dazu hinrennen und ihn ausschalten, aber anscheinend ging das doch nicht ganz so einfach. Okay, das Licht ist jetzt wieder an, aber scheiß drauf. Beziehungsweise, mach aus. Ey, mach das Licht aus, ich will schlafen. Schießen wir durch die Lampe durch. So. Komm denn so. Du bist nicht kugelsicher. Ich würde mich wohl niemand mehr erinnern. Da drüben, los! Peter, du bist sowas von tot, Drecksack! Oh, Scheiße, lade nach! Ich leg dich um, du mieser! Ladida! Keiner legt sich mit Kobin an! Lade nach! Feuerschutz! Gefällt dir das, du Bastard? Schwache Vorstellung, Fischer! Komm raus, Mann! Der nächste Schuss sitzt bestimmt, Fischer! Wow, deswegen sind Shotguns hier total scheiße. Ja, der Sam hält nicht ganz so viel aus. Leider. Und eine Lampe müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Das ist die hier. Möglichst auch die hier. Wenn er, was, wenn er durch die Tür da kommt? Oder was hat er gesagt? Halt still, Krepp hier endlich! Wir gehen jetzt rein! Dann mal los! Schieß drauf! Wie gefällt dir das, ha? Aua! Versteckst dich hier, Kleinkind! Blöder Sack! Lade nach, lade nach! Hey, Jan! Komm für eine Blankgranate! Du versteckst dich! Wie konnte ein Kopf aufhören, wo wir bleiben sollen? Blendgranaten sind auch total kacke. Das ist für Grankos!
Scheißer, du dämlicher Pfeiler! Keiner legt sich mit Kobel an! Zum Teufel! Wie haben wir den durch die... Nun, zeig dich, du Drecksack! No. Bist du nicht angeblich? Aua! Das hat weh getan, du Arsch! Okay, ganz ruhig bleiben. Ich konnte das mal. Ich habe das sogar mal beim ersten Versuch geschafft. Glaube ich. Nee, ich habe das noch nie beim ersten Versuch geschafft. Aber der wievielte ist das jetzt schon? Du bist ein Niemand, Fischer! Ein Niemand! Ja, versteck dich nur! Blick, ein gewisses Arschloch! Aber komm, du musst dich überraschen! Du bist erledigt, Mann! Bist ne feige Sau? Scheiße, ich muss fick dich, Fischer! Augen zu, ich werf ne Blendgranate! Das ist mein Haus! Wie soll einer wie du Krankos erledigen? Da ist er! Gefällt dir das, du Bastard? Komm schon! Kubin hat gesagt, du wärst ne harte Nuss! Da! Da drüben! Zeig dich, du Drecksack! Bist du nicht angeblich eine harte Nuss? Ja, nicht nur angeblich. Ich brauche Verstärkung, sofort! Aber wenn du glaubst, dass ich eine harte Nuss bin, dann hast du auf jeden Fall richtig gehört. Du hast es nicht drauf! Hörst du? Hörst du? Ich glaube, das ist Kobin, ja, deswegen können wir den nicht anvisieren. Verreckt, du Bastard! Du bist nicht kugelsicher, Kumpel! Tja, zu schade. Ich leg dich um, du mieser Hund! Versteck dich nur, blöder Feigling! Tötet ihn! Halt still, krepier endlich! Ich geh rein! Er ist da! Bist ne feige Saufischer! Versteckst dich wie ein Kleinkind! Blöder Sack! Ja, da hast du wohl falsch geguckt. Da bin ich schon längst nicht mehr gewesen. Verhören. Okay. Hast du irgendwas Schlechtes über meine Tochter gesagt? Oh Gott, nein! Ich hab nur Spaß gemacht, Mann! Ich hab's nicht so gemeint. Ich schwör's dir, echt, Mann. Dann mach es wieder gut. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst dir nicht sagen. Wirst mich schon umlegen müssen. Nein, ich leg dich nicht um. Ich spiele mit deinem Kopf Klavier. Das war aber scheiß dissonant. Das muss besser gehen. Sie haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Ein Die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen. Ich arbeite immer noch für sie. Die würden mich umlegen. Nimm dir erstmal was zu trinken. Tut gut. Ja, was geht ab? Der Heli? Glaub mir, fahren wir weiter. Die sind gerade nicht dein größtes Problem. Du verstehst nicht. Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich. Ja, mächtiger als du auf jeden Fall. Sonst wäre ich ja nicht reingekommen, du. Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Das war noch nicht Wasser etwa runter, die, oder? Gib mir einen Grund, Fischer! Nur einen Grund, dich umzulegen! Du musst mit ihnen gehen. Ein Dreck will ich tun. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren können. Eiskönigin? Wieso hat das so lange gedauert? Keine Bewegung! Ja, genau, Fischer! Los, Fischer. Sind das die Typen von... Zentrale, hier ist Ghost Hawk One. Haben den Panther gesichert und kehren jetzt zur Basis zurück. In Ordnung, Grim. Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist. Tranquilizer. Du Mieschwein.
Jetzt kickt er uns noch in voll ins Face. Dieses Arschloch.